Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Foundation mit eurem Bobers. Und wir treffen uns hier bei dem Kloster. Da hängt schon das Kreuz in der Luft. Keine Ahnung, wie das hält. Wir kennen ja alles die Lufthaken. Vielleicht hält es ja so, keine Ahnung. Das Kreuz war jedenfalls ja eins der ersten Trümmer, die da am Platz waren. So, auf jeden Fall, das Kloster wird gebaut. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich mache mal die Geschwindigkeit auf 2, dass es hier ein bisschen näher rennt. Ich bin natürlich im Anschluss an den letzten Part sitzen geblieben und mache quasi jetzt halt hier weiter. So, von der Versorgung her wollte ich noch einmal gucken. Und zwar mit dem Fisch, das gefällt mir ja noch nicht. Das Brot, das läuft jetzt anscheinend ein wenig besser. Beeren hoffe ich jetzt auch langsam, dass das ein bisschen besser läuft, weil eigentlich sollen die ja so viel haben, dass sie kotzen müssen. Insofern muss ich jetzt nur schauen wegen Fisch. Jetzt hoffe ich, dass die Baustelle hier schnell abgewickelt wird und vor allem, dass wir noch Zuwanderung bekommen und unserem schönen Dörfles. So. Da wird überall gebaut und gewerkelt. Jetzt mache ich doch einmal die Geschwindigkeit auf 3. Das kann ich schließen. Grenzen habe ich ja immer angezeigt. Jetzt könnte ich mal gucken, bekomme ich nicht noch irgendwie Territorium frei oder so? Nein, 500 kostet es. Ich habe gerade so um die 500, 2500 können wir jetzt zersammeln, durch das, dass wir den hier ausgebaut haben. Ob jetzt der Steuereintreiber allerdings was bringt, ich weiß es nicht. Also ich kann das nicht. Ich kann das irgendwie nicht einordnen. Weil jetzt sieht man es beim Haushalt. Aber auch da sieht man es nicht. Man sieht den Konsum. Man sieht die Handelseinnahmen, was ein wenig ist. Man sieht die Unterhaltskosten, die seltsamerweise auch immer abweichen. Obwohl es ja nicht jetzt wirklich so groß unterschiedlich ist. Ländliche Kirche, da kostet sie 350. Es ist komisch, wie sich das Ganze errechnet. Fischer wird fertiggestellt, hervorragend. Da setzen wir gleich jemanden rein, dass der loslegen kann. Der Mail 618. Wo wohnst du? Ja, das geht ja. Der ist ja recht nah dran. Eigentlich sollten wir echt alle mal entlassen, alle hier in die Arbeitslosigkeit jagen und dann schauen, dass wir die dementsprechend richtig verteilen auf ihre Jobs. So, was ja ich machen wollte hier in dem Eck, da sollte ich jetzt mal gucken, noch ganz kurz wegen der Entwicklung, Wohngebiet, würde ich nämlich gerne erst einmal noch hier ein bisschen einschränken, dass ich da vielleicht meine Eisenwirtschaft noch herbringen. So, weil das hatte ich nämlich heute auf jeden Fall vor. Wir brauchen eine Eisenmine natürlich. Auf jeden Fall. Drehen wir die. Die können wir ja theoretisch auch richtig draufsetzen. Ne? Warte mal. Ja, weißt du was? Die setze ich genau da drauf. Zack. Dann brauchen wir auf jeden Fall für die, nach der Eisenmine ja auch die Köhlerei. Klar, wir müssen ja Kohle produzieren. Die Kohle allerdings, wir haben hier nirgends einen Holzfäller, ne? Doch, da haben wir einen Holzfäller. Kostet jetzt 100. Jetzt habe ich wieder keine Kohle. Doch, habe ich Kohle. Die setze ich dann gleich daneben, sobald das frei ist. Und dann täte ich sogar nochmal ein Holzfällerlager dann hierher setzen, dass die sich quasi gegenseitig versorgen können. Also dass der Holzfäller den hier versorgen kann. Aber da würde ich sogar sagen, ich setze den hin und wir machen hier ein Eck mit Förster. Der eine Förster ist ja hier, glaube ich, zugange, ne? Haben wir da überhaupt den Förster? Ich weiß es jetzt nicht.
Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon nachgeschaut, aber so langsam im Laufe der Zeit wird es wirklich verwirrend. Dann setzen wir den Förster mit neben den Holzfäller. Wir lassen das halt dann einfach so ein bisschen in der Ecke. Wir machen den Abbau. Das muss ich ja sowieso mit dem Eisen hier aktivieren, ne? Weil sonst bauen die nämlich das Eisen nicht ab. Das ist etwas, ja, doof würde ich jetzt nicht sagen, ist auf jeden Fall etwas komisch gemacht, weil man sollte dann doch sagen, okay, für Rohmaterialien nimmt man dann nochmal separate Farbe. Das Wohngebiet gefällt mir besser, wenn es ja dann rund ist und nicht so spitz. So. Warte mal, da können wir aber noch ein bisschen weiterziehen. So, passt. Dann haben wir jetzt, okay, Eisenschmiede, Köhler, Holzfäller, Förster. Muss ich noch ganz kurz die Aufforstung machen. Die Aufforstung soll ja dann im Grunde genauso passieren wie der Abbau oder fast. So ein schönes Eck. Dann bauen wir da hinten zur Eisenschmiede natürlich gleich. Wie läuft denn die? Warum stoppt die Geschwindigkeit? Dann brauchen wir die Eisenschmelze. Auf jeden Fall wichtig, ne? So, die setzen wir dann so ein bisschen mehr an die Wohnhäuser ran. Ja, ich denke hier so. Ne, so die Mine im Rücken. So, zack. Und zum Schluss brauchen wir dann noch die Schmiede, genau. Kleine Sekunde. 58, 67. Also Klerus möchte von uns versorgt werden mit Fisch. Den soll er haben. Wir bevorraten und dann sollten wir das eigentlich rucki-zucki haben. So, also wir wollten noch die Schmiede. Also die Gebäude, die schauen schon auch super aus, finde ich. Die machen echt was her. So, und die Schmiede, die setze ich allerdings ein bisschen weit rein, würde ich sagen. Oh, warte mal, kann ich das dann noch stoppen? Abbau? Ja, das schaut nämlich gut aus hier. So. Wow, da ist ja schon alles abgebaut. Das ist schon alles weg. Wahnsinn. Also, da sind sie manchmal doch recht flott. Auch da. Holla, holla. So, warte mal, ich möchte das hier noch ein kleines bisschen stoppen mit dem Abbau. Da würde ich jetzt mal sagen, ich mache nur hier noch so den Part. Vielleicht lassen wir das Nadelwäldchen hier stehen. So. Gut, also das soll noch weg, das soll stehen bleiben. Das bleibt stehen, das bleibt stehen. Hervorragend. So, Abbaugebiete haben wir sonst außer den Sammelgebieten eigentlich nichts mehr, ne? Ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwo ein Sammelgebiet übersehen habe. Okay. Okay, dann lassen wir das jetzt mal so. Also hier haben wir Aufforstung. Dann brauchen wir noch, das habe ich jetzt noch nicht gesetzt, weil ich kein Geld gerade hatte, Eisenschmelze. Wir brauchen die Schmiede. Für 200 Gold und wir haben minus 1000. Minus 1300. Oh je. Jetzt wird es aber heavy. Jetzt, ach, das könnte wahrscheinlich sein. Haben wir das Glas bevorratet? Ach, das kann ich ja gar nicht bevorraten, weil ich keinem Lager zugewiesen habe, dass es angenommen werden soll. So, da das jetzt eh keine Wolle hat, nehme ich hier das Glas auf. So, Auftrag abgeschlossen, Hammer. Geld hat es dafür keins gegeben.
Ich denke aber, wir werden da noch ganz gut Reibach machen. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Märkte, wie es denn da läuft. Also wir verkaufen hier auf jeden Fall. Warum verkaufen wir hier nichts? Markt, Markt, Markt. Wir haben doch über den Marktmitarbeiter, aber da haben wir noch nicht zugewiesen. Das ist auch seltsam. Wie schaut es denn auf die anderen Märkte aus? Wir haben ja drei Märkte, glaube ich, insgesamt, ne? Genau, einmal, zweimal. Und hier haben wir den dritten. Das, man muss echt gucken, dass man das im Auge behält. So, wir verkaufen auf jeden Fall gut Wein. Wir haben null Wein im Vorrat. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob wir im, nicht im Haushalt, im Handel, ob wir den Wein zukaufen. Ja, also wir kaufen Wein zu, aber ich erhöhe das jetzt halt auf 50. Ich erhöhe das jetzt auf 50, weil wie gesagt, wenn ich Wein kaufe, muss ich ganz kurz nochmal schauen. Das müsste ich doch da sehen. 20, 400, das würde heißen, ich habe ein Wein für 20. Genau. So, und hier können wir kaufen Wein für 60. Wie viel Wein? Ein Wein für 60? Oh, dann tue ich das mal lieber runter. Das ist ja dann Quatsch. Das ist jetzt halt komisch. Also das wäre jetzt halt gut, wenn man das ein bisschen besser in der Übersicht hätte. Werkzeug für 40, da verkauft Werkzeug für 10. Bin ich jetzt gerade verwirrt. Ich lasse das jetzt jedenfalls mal so mit dem Wein. Das wäre gut, wenn man das, wenn man ja schon hier so eine Art Wirtschaftssimulation auch hat, das ein klein wenig besser in der Übersicht hätte. Wäre schon nicht schlecht. So, wir haben schon wieder zu wenig. Auf jeden Fall. Die Schmiede wäre natürlich super, weil dann könnten wir den Kauf von Werkzeug einstellen und könnten wirklich komplett selbst produzieren. Jetzt purzelt gerade das Geld enorm nach unten. Unterhaltskosten, Handelsausgaben. Kann ich das im Handel verkaufen? Warte mal. Handelswagen, jawohl, Köhlerei ist fertig. Wir können verkaufen bis zum Wert. Machen wir 20. So, ich muss jetzt halt überall einmal schauen, dass ich die Sachen auch verkaufe. So, Steine. Verkaufen bis 20. Bretter verkaufen bis 20. Werkzeuge kaufen, da wir die noch nicht selber herstellen. Müssen wir die kaufen? Stoffe können wir verkaufen. Dann machen wir jetzt einmal auf 20 hoch. Die können wir verkaufen. Wir können Brot verkaufen. Warum habe ich das auf Kaufen stehen? Dann Fisch verkaufen. Weizen verkaufen. Mehl verkaufen. Wolle verkaufen. Dann lassen wir überall den Wert 10. Shirts verkaufen. Wein. Komplett stoppen. Komplett stoppen. Und da würde ich nämlich auch sagen, Kräuter und Honig, aber die kann ich doch dann. Okay, naja gut, er hatte jetzt halt schon. Das ist halt schon komisch, ne? Für einen bekomme ich 20, wenn ich das hier beim Volk verkaufe. Wenn ich es aber kaufe, muss ich 60 Gold zahlen für ein Wein. Also machen wir ja einen Verlust, ist ganz klar. Lasse ich den mal lieber auf Handel einstellen.
Eisen verkaufen bis 20, Kohle verkaufen bis 20. Also heute wird es vielleicht ein bisschen handelslastig, aber das muss auch mal sein. Eisenerztümer verkaufen bis 20. Kräuter haben wir zwar noch nicht, aber auch die tun wir verkaufen bis 20. Glas müssen wir kaufen, brauchen wir. Honig müssen wir verkaufen. Und Waffen haben wir zwar jetzt auch noch nicht. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann einen Waffenschmied bekommen oder wie auch immer das dann läuft. So, wir gucken mal ganz kurz hier rüber zu unserem schönen Kloster. Da fehlt natürlich schon noch einiges. Also da werden sie noch ein bisschen beschäftigt sein und am Basteln sein. Na? Aber was ich ja hier auf jeden Fall dann auch möchte, und das sieht man ja nur, wenn man da reingeht, wir brauchen noch den Kloster- und Kräutergarten, die Bienenzucht. Kräutergarten. Zweimal. Okay, also Bienenzucht haben wir hier zweimal, Kräutergarten haben wir hier zweimal. Das wollen wir ja dann auf jeden Fall noch mit dazu anschließen, dass wir da auch den Verkauf starten können. So, mal ganz kurz auf Pause gehen, dass ich die Schmiede noch bauen kann. Ne, weil das da ist ja die Eisenschmelze und sonst haben wir hier nichts. Und die Schmiede, die würde ich natürlich so ein bisschen ins Dorfinnere, würde ich die jetzt setzen, vielleicht hier so her. Das Wohnhaus. Ich denke, das ist doch ganz gut. Der Schmied inmitten vom Dorf. So, zack. Und weiterlaufen. Mindestens auf zwei. So, da haben wir den Markt. Da haben wir noch den Holzfäller. Wobei ich den jetzt dann mal abreißen würde. Wir haben auch gerade im Moment kein Holz drin. Also zack, weg damit. Der hat 50 Bretter am Start. Dann würde ich sagen, da machen wir mal raus. Dann sollen die da die Bretter noch rausholen aus dem Kapüffle. Und vom Wohngebiet, dann können die nämlich hier noch Häuser hinbauen. So, wir haben hier Holz und Holz. Dann machen wir das hier, ändern wir auf Bretter. Maximum einlagern, das geht ja dann glaube ich bis auf 50. Da habe ich noch zwei Holz, das lassen wir. Und da, wie gesagt, haben wir ja noch 52 haben wir da drin aktuell. Okay, also das sollen sie auf jeden Fall hier rausholen und in das Lager schaffen. Warte mal. Da hat man ja schon einen Slot. Da haben wir 50. Warte mal, dann machen wir doch. Dann machen wir hier nochmal 50. Einlagern. Das passt schon. Okay, wem werde ich helfen? Königreich hat nur 60, also werden wir dem König helfen mit 5 Broten, die wir bevorraten. So, Mensch, das Dorf, das wird immer weiter ausgebaut. Ich würde aber jetzt halt im Moment nichts weiter an Wohnplätzen oder sowas vergeben. Ah, und schon, zack, kommt hier ein Wohnhaus hin. Wie schaut es denn aus mit der Attraktivität von Wohngebiet? Das ist hier sehr grün, hier ist ein bisschen grün. Da ist er natürlich überaus grün. Da würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen. Gehen wir noch ein bisschen rum. Gerade sage ich noch, ich möchte es nicht noch weiter ausbauen, dann schon baue ich es aus. Also dann lassen wir mal hier noch ein bisschen weg. So. Gut. Gut. Das läuft, das läuft. So, da ist noch ein bisschen rot, da können wir sowieso mal noch den einen oder anderen Brunnen setzen. Obwohl, nee, da haben wir eins, zwei Brunnen. Da haben wir Brunnen. Da haben wir doch auch irgendwo Brunnen. Wurscht, ich setze da mal noch einen her.
Brunnen, Brunnen. Kein Brunnen. Also hier ist keiner, deswegen setze ich jetzt hier nochmal einen bei der Kärchen. Gut. Ah, die sind emsig am Machen. So, hier hast du deine Brote. Wir schauen jetzt halt noch mal ganz kurz auf die Waren. So, Mehl ist okay. Korn und Brot. Also da schaut es mir jetzt so aus, als würde das von den Werten doch relativ stabil laufen. Während, das hält sich immer so ein bisschen in den 30er Bereich auf. Nur Fisch eben. Also Fisch ist absolut mies. Mies, mies. Also ich kann aber hier keine 20 Fischer hinpflanzen. Können schon, aber das möchte ich nicht. Ich könnte jetzt hier vielleicht noch einen herbauen. Also hier am Rand. Das wäre jetzt halt noch was. Wo sind sie? Wo sind sie? Da, Fische. Ich habe wieder keine Kohle, oder? Jo, aber den könnte ich hier auf jeden Fall dann noch herbauen, wenn es geht. Komm, mach. Mach hin. Oh Mann. Die hängen halt alle ein bisschen in der Luft. Das ist es halt, ne? So, der Mail 618, der ist da vorne am Fischen. Okay, hier scheint das Fischereck zu sein. Klar, der Arbeitsplatz ist da, zu Hause ist da, also der hat nicht allzu weit. So. Das wundert mich ja, dass das hier nicht irgendwie so ein bisschen attraktiver ist, was die Wohngegend angeht, ne? Da ist es auf jeden Fall etwas attraktiver, seltsamerweise. Da haben wir doch einen Brunnen und seltsam. Na, wahrscheinlich, weil keine Zierpflanzen und nichts da sind, ne? Mann, habe ich überhaupt noch so viel Kohle? So, machen wir hier mal zwei Stück her. Machen wir da mal zwei Stück her. Da natürlich dann auch. So, dann nehmen wir noch ein Straßenschild. Na, Logo, Straßenschild müssen wir noch hinmachen. Hier vielleicht noch. Zack. Zack, Straßenschild, da stehen die Leute drauf, ne? So. Und so mit dem Ei. Dann haben wir noch Ziersträuchler. Setzen wir da ein bisschen her. Ja, vielleicht mit dem Drehen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Auswirkungen hat. Dann Zypressler. Machen wir da noch her. Machen wir da auch noch eins her. Und da natürlich auch, das setzen wir dahinter. So, zack. So, und jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz die Attraktivität an. Und zack, und schon ist grün, ne? Das macht echt so viel aus. So, noch habe ich die Kohle. Springbrunnen. Oh, 500 habe ich natürlich nicht, ne? Das ist klar. Aber so Springbrunnen, das ist natürlich schon auch hier so. In der Mitte ist das schon was Tolles. Ich denke, so ein Springbrunnen werde ich da vielleicht. Ja, so in die Nähe vom Kloster. Komm, wenn du mir 500 gibst, dann setze ich den da her. Mockst jetzt nicht, ne? Das ist mir schon klar. So, dann machen wir da noch einen Zierstrauch. So, einmal, zweimal. Zierbaum. Setzt man natürlich auch wieder zwei Stück her. Oder vielleicht sogar drei. Zypressler setzen wir da noch her, vielleicht auch an den Weg. Machen wir zwei oder drei an den Weg. So. Springbrunnen, wie gesagt, haben wir noch nicht. Straßenschild. Zaun. Ob die Zäune jetzt da so gut sind, ich weiß nicht. Setzen wir halt da mal einen Zaun an die Straße. So, hm? Machen wir da mal zwei, drei Stück hin. Und dann schauen wir doch einmal, wie es da ist.
Schauen wir mal, wie es dann ist mit der Attraktivität. So, Entschuldigung für den kurzen Schnitt. Hat gerade an der Tür geschellt. Immer dann, wenn man es nicht braucht, schellt es an der Tür. Ja. Ist halt so, wenn man tagsüber seine Aufnahmen machen muss oder macht, dann ist es halt einfach so, dass es auch mal an der Tür leiden dauert. So. Da verziere ich noch ein bisschen. Natürlich bei den Häusler, das ist immer gut, wenn man da noch ein bisschen Pflanzen hat. Vielleicht da auch beim Lager nochmal. Vielleicht auch da bei den Beerenpflücker, dass man nochmal zwei, drei Büschel setzen. Und auch Zierbäumen. Ich glaube, das ist generell nicht schlecht, um die ganze Sache auch ein bisschen auszuschmücken. So. Noch Hammer. Machen wir jetzt hier einfach mal so ein ganzes Eck. Und dann sehen wir schon, wie das ankommt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Mich interessiert es natürlich schon. Aber da sieht man mal, wie grün das ist in dem Moment, wo ich da ein paar Bäume pflanze. Das wird extrem grün dann. Von daher warten wir mal jetzt da noch ab. Da würde ich aber auch gerne noch ein paar Ziersträucherle hinmachen. So. Da. Bischler, die sind überall gut, ne? Merkt man schon. Es gibt zwar nur leider diese eine Art von Zierbusch und ich hoffe, dass sich das vielleicht auch noch mal ein bisschen ändern wird. Dass vielleicht da noch, keine Ahnung, 4, 5, 6 verschiedene Varianten kommen. Das wäre natürlich schon auch was Schönes. So. Bei den Brunnen ist eigentlich immer gut, wenn man Bäume setzt, weil dann sieht man die nämlich auch gleich von weitem. Wenn man schaut, oh, wo sind jetzt die Brunnen, dann sieht man eigentlich immer gleich, ah, da war er. Da zum Beispiel ist jetzt gar kein Brunnen, so wie es ausschaut. Da oben. Weil da sehr schön das Eckerle, da. Da habe ich meine. Ich denke, so ein bisschen als alter Anhaltspunkt ist es dann schon mal nicht schlecht. Jo. Tun wir da noch welche mit hin. So, dann tun wir da noch Tiersträuch her. Und dann wird es schon. Im Laufe der Zeit. So, da könnte man ja gar nicht, da kann ja gar nicht aufhören zu verzieren. Meine Güte. So, der Eisenschmelzer ist schon am Start. Ist die Schmiede auch schon? Ja, dann tun wir doch da mal zwei rein. Köhlerhütten tun wir da auch mal zwei rein. Holzfäller brauchen wir natürlich an. Wir brauchen einen Förster. Eisenschmelzer tun wir auch einmal einen zuweisen und sobald die Schmiede fertig ist, haue ich da auch noch jemanden rein und dann kann die Eisenproduktion starten. So, am Kloster bauen sie natürlich immer noch, da fehlt auch noch einiges am Behauen, im Stein, Werkzeug fehlt noch und natürlich auch das Glas. Ich denke, das hat ein bisschen auch mit der Kohle zu tun, weil ich ja doch sehr ausgiebig bin, was Geld angeht. So, also mir gefällt es jetzt doch schon sehr, sehr gut hier. Das wird eine richtig schöne bewohnte Fläche. So, hervorragend. Abbau haben wir geklärt. Der ist hier. Hier drin haben wir keine. Doch, da ist kein Abbaugebiet und das sollten wir definitiv machen, weil sonst wandern die ja sonst wohin. Da muss man echt so aufpassen. Wenn ich das nicht zuweise, dann laufen die
keine Ahnung, halt da hier zum Beispiel zum Pflücken. Und das ist ganz großer Mist. So, genauso Steine, da Beeren, Steine, Beeren. Ich denke, ansonsten ist es okay. Halt, da müssen wir noch zuweisen. Ja, mal, das war es jetzt ganz blöd gemacht. So. Nee, nicht Rechtsklick abwählen. Ich wollte es jetzt einmal hier nachgucken. Steinmetz, tun wir hier mal einen rein. Die vom Lager, die rennen sich schon die Hacken wund. Das ist gut. Okay, perfekt. Ach, schaut euch das mal an. Das ist doch auch herrlich, oder? Landwirtschaft hier, das Feld komplett bebaut. Die bebauen das hier richtig schön. Schön, wirklich schön. Okay, da machen wir vielleicht noch ein bisschen Größe. Muss ein kleines Eckele. Mal gucken, wie das ankommt. So. Hervorragend. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, ich denke, das hätten wir dann auch für heute mal. Das mit dem Part. Wir lassen die jetzt halt hier noch ein bisschen wursteln. Das Kloster, das wird ja so langsam, ne? Auch wenn das Kreuz richtig schön da noch in der Luft hängt, aber es wird langsam, ne? Das Wäldle ist weg, Platz ist da, so, der nächste Brunnen ist fertig, super, super schön, also es wird, das Dörfle wächst und wächst und wächst. Von den Grenzen her, denke ich, ist es jetzt erst einmal genug, dass ich jetzt halt hier noch mehr dazu kaufen werde, glaube ich nicht, eventuell noch hier drüben, weil ich ja gerne mal eine Brücke sehen möchte. Dann könnten wir hier drüben noch ein bisschen Sammelstelle machen. Ja, vielleicht die, oh, das reizt mir halt schon. Ne? Mal gucken, wie das ist, wenn die ganze Karte bespielt wird. Weil die Karte ist natürlich schon, wenn ich jetzt halt nur bloß ein bisschen hier rausgehe, ist schon groß. Und mich täte natürlich schon interessieren, auch wie ist es mit Nachbarstädten. Also da ist jetzt zum Beispiel das Ende von der Karte. Ne? Wie ist das mit Nachbarstädten? Weil wir schicken ja doch ab und zu mal Soldaten los, was wir heute gar nicht machen mussten, seltsamerweise. Kein einziges Mal ein Abgesandter da gewesen. Wird sich aber alles im Lauf des Games noch zeigen. So, das machen wir auch das nächste Mal halt. Können wir den freischalten? Nein, wir können den immer noch nicht freischalten. Also wenn ihr wisst, warum ich den Schreibraum nicht machen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht hängt auch damit zu tun, dass das Kloster an sich noch nicht gebaut ist. So, ich hoffe, es hat euch der Part gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, lasst mir auch bitte wieder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann sehen wir, wie die Stadt sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall, mir gefällt es sehr gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, noch schönes kommendes Wochenende und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh, den vergeben wir natürlich noch. Wen vergeben wir dem? Arbeit. Also, wir helfen unserem eigenen Volk. So. Also, in dem Sinn nochmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.